Jetzt natürlich, man muss natürlich ein bisschen weiter ausholen. Die Anfänge waren 1982. Ja, nee, eigentlich, ja gut. Ja, 80, 81, sowas, nachdem du, nachdem er mit Thomas zusammen war, bin ich dann dazu gestoßen in dem Jahr 82, habe ich gerade meine Lehre beendet. Da gab es die Anfänge von Magic Glass, gab es schon in einer gewissen abstrakteren Form, wie es später dann war. Aber Bones sind da schon in größeren Stile von drei Leuten schon hergestellt worden. Und da waren dann auch noch diese Trips nach Holland mit VW-Bus voll über die grüne Grenze und lauter so Sachen waren da schon aktuell damals. Naja, seinerzeit hat man den größten Paraphernalia-Händler Europas geliefert, Kugelschreiber, den Bronzen Ronald. Damit fing eigentlich auch alles an, im größeren Stil dann die Produktion zu erweitern und so weiter. Da hat man dann auch eigentlich erkannt, holla, was für ein Riesenmarkt sich da eigentlich auftut. Nach den ersten 4, 5 Fahrten VW-Bus voll gestoppt. Die Bomben immer leer in den Kühlschrank reingelegt und unter Möbeln versteckt, weil grüne Grenze und sich da so durchgeschmuggelt. Und Ron und Ronald von Kulu Trading war das auch immer zu wenig eigentlich. Alles, was wir gebracht haben, war immer zu wenig. Die haben irrsinnige Stückzahlen bestellt. Und, aber wir haben seinerzeit schon halt Wert drauf gelegt, dass wir das alleine machen, weil die Qualitätsnorm war seinerzeit von uns schon sehr hoch. Wir haben da sehr hohen Level sehr hoch angesetzt, was Qualität und Design auch schon damals für uns gesprochen hat einfach. Und wir haben uns eigentlich nie so die Gedanken drüber gemacht mit einem Haufen Mitarbeiter seinerzeit, mit Leute einstellen und so weiter und so fort. Weil wir waren selber auch immer froh, wenn man was zu tun gehabt hat. Und ja, letztendlich ist es ja auch so, dass je weiter du sowas dann streust, desto mehr Enttäuschung erlebst du dann einfach auch von deinem Qualitätsbewusstsein zu sagen, will der das nicht so können oder kann das wirklich nicht? Sind genauso die Sachen. Und da haben wir einige Kandidaten, die gesagt haben, na klar, kein Problem haben wir. Und nachher kam dann wirklich nur Grütze raus. Und das wollten wir einfach unseren Kunden auch nicht antun. Weil es hat einfach... hätte uns einfach, wäre uns nicht über die Schwelle gekommen. Ja, es ist unser Herzblut, unsere Qualität da an den Tag zu legen. Das war schon immer so mehr Rücken da. Wir sind dann hier auch ein Millimeter davon abgerückt. Das ist natürlich geschäftsmännisch nicht wahrscheinlich ziemlich steinzeitlich gedacht. Aber ey, du kannst deine Seele nicht verbieten. Es geht nicht. Und wir haben immer viel, gerade im Außenhandel und so, haben wir immer zu wenig versucht zu intervenieren, wenn uns auch was nicht gepasst hat. Wir haben das über Jahre hinweg immer in andere Hände gegeben, alles was nach außen ist, über Udopea und da hätten wir vielleicht das eine oder andere Mal auch sagen sollen, das würden wir gerne anders machen, aber waren, wie gesagt, ein guter Produzent, nicht unbedingt ein guter Geschäftsmann. Ja. 20 Jahre Udopea sprechen auch für sich. Zufriedene Kunden haben wir schon, eben die Leute waren immer zufrieden mit Magic. Das war halt immer ein bisschen zu wenig, was kam in den starken Jahren, sagen wir mal so, waren viele Leute dann auch ein bisschen unzufrieden mit der Zuliefererei von Udopea, weil die großen Kunden haben viel gekriegt von Udopea, der kleinere Kunde ist schon öfters mal hinten runtergefallen, ohne unser Wissen natürlich, weil wir wollten natürlich, dass alle Leute gleichmäßig bedient werden. Und dann auch immer nur so tröpfchenweise im Nachhinein haben wir das dann erfahren, dass nicht alle gleich waren vom Großhändler. Und ja, das sind dann... Das sind solche Sachen, die dir dann natürlich als Ballast ausgelegt werden, weißt du? Und
sind einige Sachen nicht so optimal gelaufen. Aber trotzdem habt ihr euch über Jahrzehnte hinweg etabliert in dem Geschäft. Muss man ja nicht vergessen. Ja, weil letztendlich honoriert das der Kunde ja auch irgendwo, dass wir von unserem Weg nicht abgegangen sind. Ständig gute Designs, anspruchsvolle Designs, viel verschiedene Designs. Immer, wie gesagt, einen ganz hohen Qualitätslevel beibehalten. Und die Zeichen werden nur vom Thorsten und von mir gemacht. Jemand anders macht diese Zeichen. Das ist eigentlich das, was uns auch auszeichnet. Hier ist jedes Gerät, das nach draußen geht, das ist geprüft, war in dem Ofen drin. Das ist mit viel Liebe gemacht, auch unsere Bonks. Das ist nicht irgendwelche Massenproduktion, so wie aus China, wo hunderte von Glasbläsern in einer Reihe sitzen und vollkommen die Bonks da runtergeflutscht werden, muss ich gerade sagen. Das ist eine Massenproduktion, wo wir uns gar nicht vorstellen können, den Weg wollten wir einfach nicht gehen und den werden wir auch nicht gehen. Unsere Bonks werden immer Einzelstücke bleiben und jedes spricht für sich. Und den Weg werden wir auch weiterhin gehen und das sieht man jetzt ja auch an den neuesten Modellen einfach. Wir sind häufig darauf angesprochen worden, warum habt ihr noch keinen Hammerschliff und so weiter und so fort. Und wobei man jetzt sagen muss, wenn ich mir die Hammerschliffe aus China angucke, was da so ein Hammerschliff auch immer sein soll, das ist irgendwelches dran gepatschtes Gelumpe, was hinten und vorne wackelt mit Nebenlufteffekten ohne Ende. Also wir finden das halt einfach nur Schrott, zu gut Deutsch, das sind für uns Schrottbombs, sonst nichts. Gut Ding will Weile haben, jetzt haben wir einen Hammerschliff, also Hammerschliff, vielleicht dann ist ein Monumentalschliff, weil käuflich in der Industrie überhaupt nicht zu erwerben, wird alles hier selber gefertigt. Und noch dickeren Schliff kann man gar nicht mal ansetzen und wie ihr auf YouTube auch sehen könnt, die halten schon was aus, die Bonks. Jedenfalls, die sprechen für sich.